Nee, immer noch nicht. Seltsam. Von Tina Marie keine Spur weit und breit. Ist die nicht eben noch anders? Weiß nicht. Tina Marie? Ich meine, stand doch auf dem. Hey! Gesundheit. Danke. Es steht doch auf dem Zettel drauf, den du hast. Den liefert. Also den Ausweis zu liefern. Ja. Hey! Was soll das heißen, Mikey Hobel? Ja. Dass ich dein edles Antlitz verunstaltet habe? Mikey? Ach, jetzt plötzlich ist da jemand. Und er hat Zauber. Ja. Schmier dir doch den Mist selber auf die Backe. Mann, komm, mach, ich hab nicht ewig Zeit. Centurius wartet. Wenn der gnädige Herr wenigstens einmal stillhalten würde. Aber nein, was soll diese Zappelei? Übst du für eine Gastrolle als Hampelmann beim Sandmännchen? Na, gute Nacht. Ich werde dir gleich mal gute Nacht geben. Noch etwas Haarspray gefällig? Hier hast du die ganze Büchse. Mein schöner Spiegel. Mikey, du bist ein Scheusal. Weißt du denn nicht, dass das 7 Jahre Unglück bringt? Ja, ja, bla, bla, bla. Dann hol dir einen aus dem Fundus oder setz ihn mir auf meine lange, lange Liste. Hm? Geht's wieder? Ich war ein bisschen hart zu dir, was? Sorry, Mann. Ich bin scheißmüde. Also scheißmüde Arschloch, was ist mit diesem Spiel los? Ruh dich aus. Was für ein Drama. Das ist der falsche Zeitpunkt, mich Mikey zu nähern. Bloß weg. Kannst du den Spiegel gebrochen? Das tut 7 Jahre Unglück! Nicht, dass es einfach generell von Scheiße ist, ein Spiegel ja. zu machen, weil er auch Geld kostet und das Opfer des asozialen Verhaltens. Aber nein, 7 Jahre Unglück! Ja, irgendwie schon. Ja, geh ich doch mal wieder dahin. Jetzt ist es wohl an der Zeit, Mikey Hobler gegenüberzutreten. Das klingt ja, so, als wäre das voll der Bossfight wäre oder so. Jetzt bin ich ja kurz für eine Minute weggegangen, ich bin ja wieder da, jetzt muss ja alles wieder in Ordnung sein. Ja. So, Mikey Hobler, wollen wir doch mal sehen, ob du nun der Typ vom Schulhof bist oder nicht? Ja, und woran soll man das jetzt so genau sehen? Du musst ihm eine Sonnenbrille aufziehen, ich weiß es nicht. Und eine schwarze Kapuze. Kein Wunder ja. mal zu sehen. Ah. Achso, genau, ist es da, etwa überschminkt worden? Sichtbar machen. Ich nehme besser nichts von dem, was im Raum herumliegt. Was ich mache, darf nicht auffallen. Sonst rastet Mikey noch aus. Okay. Ich gehe hier nicht weg, bevor ich fertig bin. So eine Gelegenheit bietet sich so schnell nicht wieder. Spuck ihm ins Gesicht. Ja, was soll man denn machen jetzt? Ja, genau. Was hast du denn? Nein. Oh, vielleicht in der Kiste? Ja. Ne? Oh mein Gott! Oh. Du trägst ihn gerade blaue Farbe auf. Ich verstehe auch nicht so ganz, was ich hier machen soll. Ja, vor allem, du schminkst ihn einfach und das bringt doch überhaupt nichts, hä? Ich dachte, du sollst ihn entschminken. Falls er welche drauf hat. Ich dachte, man soll ihn Mutter mal aufschminken. Ach so, damit er dann so aussieht. Ja, geht natürlich auch. So, ja, mit dem Muttermal sieht er da ganz genauso aus. Hä? Ich verstehe gerade auch nicht so ganz. Vielleicht musst du, ich weiß nicht, kannst du keine schwarze oder bräunliche Farbe nehmen? Moment. Ah, okay, man soll den Lappen nehmen. Da ist etwas, oder? Ja. Das Muttermal. Also ja. Doch. Mikey Hobler war wirklich der Dealer. Ich fass es nicht. Boah, gut, ich hab schon gefürchtet, dass er irgendeinen Zwilling oder so hat. Muss ich meine Spuren wieder beseitigen. Ah. Jetzt muss ich ihn wieder schminken. So, okay. Das sieht wieder gut aus. Fertig. Indizien sind jedoch keine Beweise. Gut, dass er nicht davon wachsen. Wir müssen herausfinden, woher Mikey diese Tabletten hat und was die mit dem Pilz bewirkt. Es würde mich nicht wundern, wenn Mikey selbst sein bester Kunde ist. Ich weiß nur nicht, ob ich auf ihn wütend sein oder... Vor allem, die redet laut neben ihm, während er schläft und redet darüber, dass der Typ Drogen dealt. So eine Gelegenheit bietet sich so schnell nicht wieder. Ja, was will man denn jetzt noch machen? Gut, dass ich so dezent war. Tina Marie wird nicht merken, dass ich an ihrem Köfferchen gewesen bin. Ach so. Na, okay.
Das ist vor allem, ich weiß doch, der wird doch gar nicht wach. Du kannst mir sogar eine reinhauen, der wird nicht wach. Nee, ja, stimmt. Wenn du ihm die Nase zuhältst, dann wird er wach. Oder den Finger in den Hals steckst. Ja. Garderobe steckt. Das ist sowieso irgendwie, ich sag mal, interessant. Klopf, klopf. Hallo, Mikey. Hä? Ich bin Willi Sauerlich. Ach, jetzt ist auch aber schon. Da will wohl einer verreisen. War ja schnell. Verreisen? Schön wär's. Nein, ich bin nur ein wenig schlampig zurzeit. Mir wächst vor Stress alles über den Kopf. Sag mal, bist du einer der reichen Schokoladensauerlichs? Mit Villa und so? Na, dann sind wir ja beide zwei nicht. Möchtest du Drogen kaufen? Da fragt sich nur, wessen Branche das Rennen macht. Schokolade oder Boah, ist das blöd. Oh mein Gott. Vielleicht wollte der Droggelbecher sagen. Ja, genau. Ja, was macht denn ihr das Rennen? Schokolade oder Droggelbecher? Ich meine Schauspielerei. Ja, genau, das wollte er dann so sagen. Ah, Droggelbecher dann. Boah, ist das blöd. Was für ein hübsches Motiv. Stammt die Postkarte von irgendwelchen Fans? Von den schlimmsten, meinen Eltern. Lies sie nur. Lieber Michael, wir hoffentlich auf... Ach, der heißt gar nicht Mikey. Papa und ich sind sehr traurig, dass du nichts mehr von uns wissen willst. Wollen wir nicht noch einmal über alles reden? Wir sind immer für dich da. Hast du eine neue Bleibe? Es ist doch so kalt. Dein Zimmer ist immer geheizt. Für dein Haustier wird sich eine Lösung finden. Ich verstehe nicht, warum das in den Klammern steht. Deine Eltern. Die können mir mal im Mondschein begegnen, diese Heuchler. Ja. Das Einzige, was mich tatsächlich interessieren würde, ist ein geheiztes Zimmer. Also interessant. Sag mal, Sauerlich, in deiner Villa ist es doch bestimmt schön warm, oder? Und wenn ich nun ein, zwei Tage bei euch reichen Leutchen übernachte? Und eine fette Drogenparty veranstalte? Draußen ist es schweinekalt. Dann wärst du ja obdachlos. Ich weiß nicht. Wir können ja mal bei Gelegenheit darüber reden. Ich finde aber interessant, dass TKKG anscheinend in Winterstadt unterwegs sind. Du bist ein feiner Kumpel, Willi. Dir zeig ich Jumpy gern. So, Jumpy. Du hältst dir eine Spinne? Hi, Jumpy. Keine Angst, das ist Willi. Der tut dir nichts. Oh Gott. Jumpy ist eine Martinique-Baumvogelspinne. Du hättest mal meine Alten sehen sollen, als ich sie angeschleppt habe. Ich sehe die nicht mal. Jumpy hat sich brav geheult und eine Wohnröhre gesponnen. Siehst du sie? Ja, da am Ast. Ah, okay, ist die ist ja drin. Fräßig? Seit ihrer Mutter will sie täglich drei kleine Heimchen. Das sind so kleine Grillen. Jo, mein kleiner Nimmersatt, gehst auch selber auf die Jagd, nicht wahr, meine kleine Süße? Wie macht sie das? Ich habe ein paar Mal beobachtet, wie sie ein Heimchen im Sprung aus der Luft gefangen hat, ehrlich. Ist das da drin eine Autogrammkarte von dir? Für meine süße Jumpy. Damit sie an mich denkt, wenn ich gerade mal nicht da bin. Jumpy ist der einzige Fan, der ein Originalautogramm von mir besitzt. Mikey, das ist ja sowas von abgefahren. Vor allem, das ist eine Pinzette. Das Ding ist. Das Ding ist offen. Ja, der Glaskasten ist offen und du musst wahrscheinlich an diese Karte ran. Ja, aber der darf ja nicht im Ding sein, wenn. Nee, das versuche ich mal mit Gabi, weil die ist ja so tierlieb und lässt sich von jedem Hund die Pfote geben. Ich werde mal ein paar Takte mit Mikey reden, sofern er da ist. Hallo Mikey, kennst du mich noch? Du hast mir auf dem Schulhof eine Ecstasy-Tablette angedreht. Mit Drogen das ist auch ein bisschen blöd, das so offen zu sagen. Ja. Tut mir leid, ich hoffe, du hast keinen Ärger bekommen. Tatsächlich bin ich selber mal auf diese Weise einem Kumpel auf den Leim gegangen. Mir war hinterher speiübel. Dir auch? Haha, das ist so witzig, dass ich Drogen an Minderjährige verteile. Kann ich das wieder gut machen? Soll ich dich zu einem Eis einladen? Was? Ich bin allerdings gerade etwas klamm. Das ist nett, aber das würde mein Freund Tim bestimmt nicht gerne sehen. Hat das jetzt keine weitere... Der hat das sogar offen zugegeben, dass er auf dem Schulhof, Drogen verteilt und das hat jetzt keine Konsequenz? Ich meine, der Fall ist doch jetzt eigentlich gelöst. Ja, aber der Fall ist gelöst. Dann können wir ja wieder gehen. Hier, Ali Spirali. Oh, Gabi, das brauchst du nicht. Du bist auch ohne Drogen göttlich. Komm, gib sie mir. Dann nehme ich dir eine große Last von den Schultern. Ja, genau. Nein, es ist nicht so, wie du denkst. Ich wollte dich vor diesem Zeug warnen, falls dir mal wieder jemand etwas andreht. Warum hast du in der Maske so eine Show abgezogen? Wer hat dir denn das Ecstasy angedreht? Ich will niemandem Schwierigkeiten machen.
Lass uns lieber über die schönen Dinge im Leben eines Mädchens reden. Wie Boah. Die Liebe. Jetzt machst du doch jemandem Schwierigkeiten. Und denk nur mal an all die Leute, die dein ominöser Kumpel mit Aldi. Ich komm mal an. Sie hat vorhin ein Heimchen verspeist. Oder warte mal, war das gestern? Ich liebe es, sie in die Hand zu nehmen und ihr über den haarigen Pelz zu streichen. Oh, mit der Dame lasse ich dich besser allein. Es war ohne Scheiß. Das Studio scheint nicht sehr reich zu sein, dass der Typ einen Campingkocher bei sich in der Umkleide haben muss. Ach nee, Klößchen war ja schon. Da muss auch Tim hin. Der haut ihm dann eine rein dafür, dass er auf und zu geht, mit Drogen zu dealen. Noch immer. Das war ohne Scheiß, wie blöd ist der Typ. Na, wen haben wir denn hier? Mikey Hobler. Was willst du? Schickt er dich? Ich tu doch schon mein Bestes. Wer ist er? Miese Ratte. Ja. Ich meine, gut, zugegebenermaßen finde ich das gut, dass das ein bisschen mehr Tiefe jetzt bekommt. Weißt du, was mir aber aufgefallen ist? Was denn? Tim hat die Stimme von Detective Conan. Daher kommen mir die so bekannt vor! Ich hab auch schon gedacht, der redet ja auch wirklich auf die gleiche Weise, weil er ja auch so, ne, so... Ja, Scheiße, aber warum haben wir uns nicht Kogoromori genannt? Der fängt doch auch mit K an! Ja. Karl wird einfach durch Kogoromori ersetzt. Und er löst dann seine Fälle auch irgendwie allein und das findet Tim so richtig doof. Lässt du gefälligst meine Freundin in Ruhe? Wie lange dealst du schon mit Drogen? Jetzt kann man das auch nicht mehr weg. Ja, eben. Bleib cool, Alter. Brauchst du was? Wenn du was brauchst, dann... Untersteh dich, wir zwei sind noch nicht fertig. Ja, eigentlich wäre jetzt der Part, wo ihr meine reinhaut oder so. So, also ich frag dem nochmal das andere. Nee, was heißt fragen? Der sagt ja eher, lass meine Freundin in Ruhe. Ja. Lässt du gefälligst meine Freundin? Ich will nichts von irgendjemandem. Ich will meine Ruhe. Das ist ja erbärmlich. Das ist interessant, der Typ wirkt auf mich wahlweise entweder total verängstigt oder so richtig schmierig. Ja. Wag es nicht, Jumpy anzufassen. Ich rufe den Sicherheitsdienst. Dann musst du ein für alle Mal runter vom Gelände. Also vor Tim hat er ja anscheinend richtig viel Schiss. Ich denke gerade irgendwie so, Klößchen, Gabi und Tim laufen die ganze Zeit auf diesem Gelände rum und Karl ist irgendwo ganz woanders oder steht die ganze Zeit nur draußen oder so. Ja, da vorne raucht die ganze Zeit ja nur so zwei Zigarettenschachteln durch. Mikey? Mikey! Der ist so abgelenkt, dass er meine Anwesenheit gar nicht bemerkt. Geil, jetzt kannst du hier seine Spinne füttern und die Karte holen so, oder so. Spider-Man, jetzt mal her mit dem Autogramm. Mist! Hä? Mist! 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 Ich brauche die Pinzette, um die Autogrammkarte von der Scheibe zu lösen. Ja, okay. Mist! 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 Ah, okay. Manno. Hä? Mist! 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 Der nimmt die halt nie richtig. Moment, also die Pinzette haben wir, da muss der doch hier einfach nur ran. Ja. Ich weiß auch, Klößchen hat der Wurstfinger, der nicht so gut aufgehoben. Oh Gott. Hast du das jetzt irgendwie da? Wer soll, wer soll darauf kommen? Das ist total blöd. Wo ist die Spinne? Moment. Wofür musst du denn dafür? Was? Achte darauf, keine Blätter und andere Dinge zu berühren, die rascheln könnten. Ach so. Also hier, dann... Wie verbiegt Klößchen gerade seinen Arm eigentlich? Ja, das... Hä? Nee, ich glaube, das Netz darfst du auch nicht... Ich verstehe nicht, vielleicht, wie man dann da rankommen soll. Ja, vielleicht nur an den... das ist halt die Frage, was... Ah, okay, ja, ist das auch so, was nicht? Vielleicht die Äste? Keine Ahnung. Weil da kommst du einfach hinten nochmal den Stamm vorbei. Ja, und ja. Da oben ist ja noch ein Blatt, da kannst du... Ja, genau, ach, da der... kannst du auch mal den Blatt nicht vorbei. Moment. Juhu. Oh Gott, ja, man kann halt echt am Stamm entlang. Boah, ist das... Welches Kind soll darauf kommen? Ja, also das funktioniert natürlich.
Hä? Der Stein raschelt doch nicht! Der Stein raschelt! Die Äste nicht, aber der Stein schon. Also müssen wir unten vorbei, unter dem Stein. Ja, anscheinend. Welches Kind soll denn bitte darauf kommen? Ich meine, ich kann verstehen, wenn Kinder... Oh. Vor allem der Typ hört einfach richtig laut Musik und bekommt das gar nicht mit, dass da gerade jemand ins Terrarium greift. Vor allem jemand, der nicht gerade, ich sag mal, unauffällig ist. Also unter dem Stein. Wie verbiegt Klößchen gerade seinen Arm? Vor allem, das ist doch eigentlich 3D, das funktioniert. Wow. Jetzt müssen wir ganz einfach zurückmachen. Ich hab grad wohl wieder seinen Arm so wirklich so voll, keine Ahnung, so gummiartig da ausfahren kann. Der elastische Hosenbund. Mit der coolsten Cartoon-Logik überhaupt. Boah, ja, weißt du, und. Jetzt müssen wir da wieder zurückziehen, dann muss ich da links vorbei. Nehmen wir alle rechts eigentlich. Boah, und ich stell mir gerade vor, Tim steht da einfach so neben, genau vor dem Typen, wie der Musik hört und meint dann auch so richtig laut, boah, Mensch, Willi, jetzt beeil dich mal ein bisschen. Ich weiß nicht, wie lange der Typ noch abgelenkt ist. Ja, genau. Mensch, der vorne macht jetzt zufällig die Augen auf. Jetzt vorsichtig raus damit. Also so, dann so. Ist nicht einfach... Hä? Der kann sich einfach links hoch? Ja, keine Ahnung. Aber da ist ja auch noch ein Blatt. Aber da ist ja auch wieder ein Blatt. Aber sonst... Ja. So. Ich meine, die Hitbox von dem hier scheint auch irgendwie ein bisschen anders zu sein. Das ist auch... Ja. Das ist nicht das. Also meinst du, ich soll... Ja genau, das Opfer vielleicht da oben. Oh, geht sogar. Unsere Tasche damit. Boah, Glück gehabt. Vor allem, warum hört er über Kopfhörer, wenn er hier so ein Ding hat? Ja, vielleicht ist er ja keiner von diesen asozialen Leuten, die laut Musik hat. Ja, stimmt, weil seine Tür ist ja offen. Ja. So, jetzt müssen wir doch mit dir hier zurück zur Apotheke. Oder er wäre vielleicht normalerweise schon so asozial, aber kriegt immer Ärger dafür, dass er das nicht. Ja, ich habe das Autogramm. Und Ali Spirali. Sieh mal, Sissy, was ich für dich habe. Ist das... Oh, ist das ein Autogramm von Mikey Hobler? Ja, diesmal ist deine Unterschrift original für meine Sissy. Da steht Süße. Oh, wow. Soll ich dir nur danken? Indem du mir den Clubausweis noch ein Weilchen überlässt. Und bitte, 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 lass mich diese unselige Tablette untersuchen. Ein persönliches Autogramm von Mikey Hobler. Weißt du was, Kabi? Herr Brodunski ist gerade zu Tisch. Ich halte hier die Stellung und du gehst nach hinten, okay? Abgemacht. Das ist nett von Sissy. Boah, das sieht aber nicht nach einer guten Arbeitsumgebung aus oder wie ein Labor oder so. Würde ich ebenso handeln. Immerhin bin ich eine fremde Person, in der ihr Chef gleich einen Junkie sehen würde. Zum Glück hat Gabi ja so viel Ahnung von Chemie und ja. Hoffentlich lässt sich Herr Brodunski reichlich Zeit. Dass sie jetzt die Pille ja in Ruhe analysieren kann. Boah, das ja, vor allem ist das auch so ein sauberes Labor, ne? Also die kommt erstmal hier rein. In den Mörser. Das Ding heißt übrigens Pistill, mit dem man das zerkloppt. Kann ich jetzt gut gebrauchen. Pistill haben wir das genannt, ja. Ich dachte, das heißt Stöße. Dachte ich auch immer, wir haben das Pistill genannt. Da fehlt ein Deckglas. Nun den Spatel. Das ist aber ordentlich, was die da draufklopfen. Vor allem ist das ordentlich, was die da aus dieser Tablette rausbekommen hat. Und eine ganz andere Frage, was... erwartet die jetzt zu sehen. Ganz sachte. Das macht man so nicht! Doch, das macht man so. Nein, ich bin mir sicher, dass man das nicht so macht. Nein, das machen wir jetzt so. So, mal sehen. Ich meine, das ist halt nicht das beste Labor. So sehe ich nichts. Ich meine, ich würde mir auch, wenn ich mit einer unbekannten Substanz arbeite, immer eine Schutzbrille und einen Mundschutz anziehen. Kannst du ein Licht irgendwann machen?